Es wirkt wie die Ruhe vor dem Sturm. Seit Rubys Geburt habe ich keinen Vampir mehr gesehen. Auch Sora und Rylan meinen, alles sei ruhig. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es so bleibt. Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 6. Part meiner Okkult Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir erfahren, dass Marvin und Mirko nicht aufgegeben haben. Im Gegenteil sogar, sie planen einen Angriff auf Livia und ihr Kind. Und zwar soll dieser Angriff heute Abend stattfinden. Das heißt, das passiert definitiv in diesem Part. Aber im letzten Part ist auch etwas Schönes passiert, und zwar sind sich Livia und Sora noch ein kleines Stückchen näher gekommen. Um genau zu sein, sogar sehr viel näher, denn die beiden hatten ein Techtelmechtel. Offiziell zusammen sind die beiden zwar noch nicht, aber wer weiß, was in diesem Part passieren wird. Bevor wir reinstarten, noch eine kleine Erinnerung an meine aktuelle Shell-Challenge. Dort solltest du nämlich auf jeden Fall mitmachen, falls du dich aktiv an diesem Let's Play beteiligen möchtest. Denn hierbei hast du die Chance, Livias neues Zuhause zu bauen. Alle Infos erfährst du hier oben in diesem Video. Aber jetzt starten wir in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Livia und Sora sind mal wieder am Flirten. Die beiden verstehen sich wirklich unheimlich gut. Also wie ihr seht, sowohl die freundschaftliche Leiste als auch die romantische Leiste ist auf 100%. Und es ist noch eine Sache passiert, bevor ich auf Aufnehmen geklickt habe. Und zwar feste Freundin. Sora und Livia sind jetzt in einer festen Beziehung. Bevor ich auf Aufnehmen klicken konnte, hat Sora Livia nämlich gefragt, ob sie ihre Freundin sein will. Und das konnte ich natürlich nicht ablehnen. Also die beiden sind jetzt ganz fix zusammen und ich finde das so unglaublich süß, denn ich finde, sie passen wirklich perfekt zueinander. Unserer kleinen Ruby geht es natürlich auch gut, die ist derzeit noch am Schlafen. Und ich habe geplant, dass Livia in diesem Part sich ein wenig mehr mit ihrer Tochter auseinandersetzen wird. Also ich möchte, dass sie ein paar Meilensteine erreicht. Bisher hat sie nämlich tatsächlich, glaube ich, noch nichts erreicht. Ja, also sie hat hier zu Hause geboren, dann hat sie Gurren gelernt und zum ersten Mal gelächelt. Aber wie gesagt, ein paar mehr Dinge möchte ich auf jeden Fall erreichen. Arm ausstrecken lernen könnten wir zum Beispiel angehen oder auch den Kopf heben. Aber natürlich sollte man niemals ein schlafendes Baby wecken, sie wird noch früh genug aufstehen. In der Zwischenzeit kann Livia sich ja mal um den Haushalt kümmern, oder das macht sie sogar schon von selbst. Livia, seit wann ist sie so verantwortungsbewusst? Und Ivo hat uns geschrieben, dass er sich freut, dass wir uns mit Sora treffen. Ich habe keine Ahnung, woher er das gehört hat. Und bezweifle es irgendwie auch. Also Livia lebt ja sehr unter dem Radar. Aber vielleicht lebt sie auch nicht genug unter dem Radar. Und ihre Familie hat mittlerweile herausgefunden, wo sie sich befindet. Das ist dann nur noch ein Grund mehr, dass wir sehr bald umziehen müssen. Eine weitere Sache, die wir ein wenig vernachlässigt haben, ist das mit der Mediumfähigkeit. Brauchen wir dafür, ja, wir brauchen einen Stuhl. Und irgendwo sind ja die drei Stühle, die wir hatten, einfach verschwunden. Deshalb werde ich schnell einen neuen platzieren. Das ist wirklich creepy. Ich habe keine Ahnung, warum. Auch ihr konntet mir nicht sagen, warum. Ich schieb's einfach mal darauf, dass wir in einem verfluchten Haus leben. Ich nehme jetzt einfach so einen billigen Klappstuhl, einfach weil wir Geld sparen müssen. Und dann wird Livia einmal mit den Dahingeschiedenen kommunizieren und die spirituelle Volatilität spüren. Und wir werden sehen, was passiert. Vielleicht tauchen hier wieder ein paar ungewollte Geister auf. Sie werden bald kommen. Überlege dir gut, ob du die Tür aufmachst. Ich frage mich jetzt, ob es um Geister geht oder ob gute Geister Livia vielleicht warnen möchten und ihr so eben mitteilen wollen, dass Mirko und Marvin bald kommen werden und sie sich in Sicherheit bringen sollte. Livia nimmt das Ganze jetzt natürlich nicht so ernst, vielleicht hat sie die Botschaft auch nicht ganz verstanden. Immerhin ist ihre Mediumfähigkeit noch nicht sonderlich hoch und ich glaube, da kann man dann schon einige Dinge missverstehen. Hier schreit schon wieder ein Baby. Und irgendwie bezweifle ich, dass es unser Baby war. Ist hier irgendwer, der normal nicht da sein sollte? Nein, scheint alles gut zu sein. Aber Ruby ist aufgewacht.
Dann kann Livia gleich mal zu ihrem Kind gehen. Wir werden es einmal trösten. Und dann können wir ja einmal mit ihr Kuckuck spielen. Und jetzt stillt Livia ihr Baby und aus irgendeinem Grund hat Sora einfach schon wieder Nuggets. Wie könnte es anders sein? Ich verstehe einfach nicht, woher diese Frau immer Nuggets hat. Es ergibt absolut keinen Sinn. Aber gut, das ist nicht meine Geschichte. Wenn sie Nuggets haben will, kann sie natürlich Nuggets haben. Und kann Ruby eigentlich aufs Töpfchen gehen? Du musst pieseln, dann mach in die Windeln. Okay, kann sie leider nicht. Das ist wirklich blöd, aber da können wir nichts machen. Wie können wir ihr jetzt helfen, Meilensteine zu erreichen? Erst wechseln wir ihr einmal die Windeln und wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir mit ihr Bauchzeit verbringen. Zusammen Bauchzeit verbringen. Machen wir das einfach mal, vielleicht passiert dann ja was. Wieso geht sie für die Bauchzeit immer in diesen ekelhaften Raum? Ich meine, jeder Raum in diesem Haus ist ekelhaft, aber ich verstehe es nicht ganz. Wieso kannst du mit deinem Kind keine Bauchzeit verbringen? Livia, du kannst es doch nicht einfach am Boden liegen lassen. Livia ist nicht die allerbeste Mutter. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Könnt ihr bitte zusammen Bauchzeit verbringen? Wir leben in einem Spukhaus. Da muss man, glaube ich, mit allem rechnen. Aber die beiden sind schon süß miteinander. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es für Livia ein wenig schwer ist, weil Ruby sie sehr an Marvin erinnert. Also sie sieht ihrem Vater ja wirklich, wirklich ähnlich. Sie haben beide eine ähnliche Hautfarbe. Sie haben beide dieses vampirische, fahle. Und auch vom Gesicht her und den Haaren kommt sie eindeutig eher nach Marvin als nach Livia. Und Livia hat eben Angst vor ihrem Ex-Freund. Und deshalb ist es vermutlich nicht ganz einfach, wenn auf einmal der wichtigste Sim in ihrem Leben aussieht wie der, vor dem sie am meisten Angst hat. Und jetzt hat Ruby den Meilenstein Kopfheben freigeschaltet. Was war denn das gerade? Ruby hat zum ersten Mal den Kopf gehoben. Es gibt so viel zu sehen. Wähle für Betreuungspersonen die Option zusammen Bauchzeit verbringen, um neue Meilensteine freizuschalten, die Ruby helfen werden, die Welt auf mehr Arten und Weisen zu sehen, als sie es sich vorstellen kann. Das finde ich so cool. Ich liebe die Säuglinge in Sims 4. Dann wird Livia Ruby aber jetzt einfach mal hier absetzen und wir müssen uns ein wenig um ihre Bedürfnisse kümmern. Es ist tatsächlich auch schon kurz vor 21 Uhr und wie wir wissen, könnte es ja sein, dass heute Nacht die Vampire angreifen. Ich weiß natürlich nicht, wann es passiert. Livia ahnt noch absolut gar nichts und auch Sora hat keine Ahnung. Aber ich hoffe, alles geht gut aus. Und wieder mal stattet uns Guidry einen Besuch ab. Wow, du lebst jetzt schon eine ganze Weile hier. Die meisten Leute hätten schon die Beine in die Hand genommen und wären abgehauen. Aber genau das gefällt mir ja so an dir. Du gehst niemals Kompromisse ein. Du gibst nie auf. Ich besitze nicht viel, denn mit materiellen Besitztümern können Geister nicht viel anfangen. Aber ich möchte deine Beharrlichkeit belohnen. Nimm meine Lieblingsjacke? Keine Sorge, ich habe noch andere, aber das ist diejenige, in der ich den Löffel abgegeben habe. Ich meinte, sie hat eine große Bedeutung für mich. Jetzt mach weiter, bleib standhaft, ob es nun spukt oder nicht. Dies ist dein Zuhause. Das Leben ist das, was du draus machst. Und ich weiß, dass du etwas Gutes daraus machen wirst. Danke, Guidry, für deinen Mantel. Wo ist der jetzt? Ich habe keine Ahnung. Gut, Livia, du kannst danach doch nichts essen. Du musst dich um dein Baby kümmern. Warum weint es denn? Schau da ein bisschen das Spielzeug an. Jetzt schläft es hier ein. Ja gut. Ruby, mach einfach, was du möchtest. Livia, du kannst doch etwas essen. Dein Kind beschäftigt sich gerade einigermaßen allein. Da fällt mir gerade ein, ich wollte Ruby natürlich noch einen zweiten Vornamen geben. Schauen wir einfach gleich mal in den Create a Sim. Und wer weiß, möglicherweise ist der Bug ja jetzt weg und wir können sie endlich umstylen. Nevermind, der Bug ist immer noch da. Sagt mir übrigens wirklich gern Bescheid, ob ihr den Bug auch habt, denn ich wüsste wirklich zu gern, ob meine Mods das Problem sind oder EA selbst. Und als zweiten Namen für unsere Ruby hätte ich gerne Victoria. Diesen Namen hat nämlich die liebe Sassy vorgeschlagen. Ich hoffe übrigens, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen.
Und zwar hat sie geschrieben, sie fände den Zweitnamen Victoria sehr passend, inspiriert von Victoria aus Twilight, da diese ja auch der böse Vampir in Twilight ist und Ruby ist immerhin die Tochter von dem bösen Vampir Marvin. Und deshalb heißt unsere kleine Ruby jetzt Ruby Victoria, aber ich werde vermutlich trotzdem eher nur Ruby sagen, denn Ruby Victoria wäre mir eindeutig zu lange. Und natürlich hoffe ich, dass sie nicht nach ihrem Vater kommt und nicht auf die dunkle Seite abdriftet. Aber das können wir jetzt ja noch nicht wissen. Falls ihr da übrigens schon Story-Ideen habt, lasst die mir wirklich sehr, sehr gern in den Kommentaren da. Und bevor Livia nun ins Bett geht, wird sie jetzt noch einmal ein wenig an ihrer Mediumfähigkeit arbeiten. Wie gesagt, allzu lange werden wir nicht mehr hier bleiben. Und sie hat erst Medium Level 2, das würde ich gerne zumindest noch auf Level 3 bringen. Und Livia hat nun Medium Level 3. Warum schwebt sie denn jetzt? Oh mein Gott. Sie kann jetzt Bonehilde herbeirufen. Wie cool ist das? Livia entdeckt sehr glückliche Geister. Die Lebenden und Dahingeschiedenen leben in völliger Harmonie. Gut gemacht. Geister sind freundlich, die paranormalen Aktivitäten werden reduziert. Das ist wirklich absolut großartig und das unterstützt natürlich meine Theorie, dass die Geister sie nur vor den Vampiren warnen wollten. Wie gesagt, Livia hat die Warnung leider nicht ganz verstanden und wir werden sehr bald sehen, was das zur Folge hat. Aber wo ist denn jetzt Bonehilda? Oh, da ist ein kleiner grüner Geist, der Ruby bewacht. Oh mein Gott, ist das süß. Und Ruby, wen magst du nicht? Ich weiß nicht, aber okay. Bonehilda ist da. Stell dich einmal respektvoll bei ihr vor. Wer weiß, möglicherweise werden wir ja auch irgendwann mal ein Kind mit Bonehilda bekommen. Würde auf jeden Fall gut zu dieser Challenge passen. Livia wird einmal mit ihr über ihre Träume reden. Dann werden wir sie nach Deko-Geschmack fragen. Warum nicht? Das ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. Und dann wird sie einmal sagen, du hast so ein cooles Outfit an. Weedry wollte einfach gerade Sora anflirten. Hä? Was passiert denn hier? Und Livia steht jetzt auf Bonehilda? Livia ist total verschossen in Bonehilda. Was ich mit dieser Situation jetzt anfangen soll, weiß ich halt auch nicht. Und wieso hast du dich jetzt mit Sora gestritten? Livia hat die Liebe ihres Lebens beim Flirten mit jemand anderem erwischt. Ja, aber Sora hat das Flirten mit Guidry doch abgelehnt. Aber nun flirten die beiden schon wieder. Also anscheinend haben sie alles überstanden. Und Livia ist ja irgendwie auch nicht ganz unschuldig. Immerhin steht sie auf Bonehilda. Und wer bist du? Da ist ein böser Geist. Ayumi Kelso. Livia, du gehst jetzt mal rauf. Und wirst dein Kind füttern. Dann musst du es ins Bett bringen und dann musst auch du schlafen gehen. Heute kümmern wir uns um keine Geister mehr. Erst schien es eine ganz gewöhnliche Nacht zu werden. Zuerst brachte ich Ruby ins Bett. Dann sagte ich Sora gute Nacht und sie hielt wie immer Wache um unser Haus herum. Dann schlief ich ein. Doch plötzlich hörte ich einen Schrei. Sora war in Gefahr. Mit Ruby im Arm floh ich so schnell wie möglich aus dem Haus. Während ich rannte, sah ich noch, wie mein schlimmster Albtraum Realität wurde. Da waren sie, Marvin und Mirko. Sora war in der Unterzahl. Es ging alles viel zu schnell. Sora bewegte sich nicht mehr. Und so nahm mein Leben eine entscheidende Wendung. Seither dürste ich nach Rache. Die Vampire werden dafür büßen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.